Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Kleiner Funfact, ich habe gerade Blumen von Max bekommen, richtig süß. Wie findet ihr die? Wie findest du die? Schön, oder? Finde ich auch schön. Ich habe sie ausgesucht. Ja. Max hat sie bestellt. 40% Rabatt. Aber ich dachte, wir essen heute einen Tag lang von McDonald's. Oh Gott. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich habe schon Hunger. Ich auch. Und wir haben nicht mehr so viel Zeit, weil die haben ja nur bis zu, ich glaube, bis 10.30 Uhr. Irgendwie so. 10.30, 11, ich weiß es nicht. Deswegen fahren wir jetzt mal los und gucken, was sie da überhaupt haben. Ich habe, glaube ich, schon seit, weiß ich nicht wie vielen Jahren nicht mehr gefrühstückt dort. Deswegen, let's go. Willkommen bei McDonald's. Ihre Bestellung bitte. Wir sind angekommen. Es ist so leer hier. Es fühlt sich aber auch falsch an um die Uhrzeit, ne? Es ist 9.52 Uhr. Geil. Wir gehen da jetzt mal rein. Ist ja ohne Witz nichts los. Und ich hoffe, dass es einfach ein paar coole Sachen gibt. Wann waren wir mal bei McDonald's zum Frühstücken? Ich glaube, wir waren ganz früher, vor 5 Jahren oder so, mit deiner Mutter. Da hat sie mal irgendwann am Wochenende vorgeschlagen, jo, lass einfach mal zu Mc's Frühstücken fahren. Vor 5 Jahren? Ja, irgendwie so. Irgendwie essen wir da immer nur so mittags. Wenn wir da essen, dann immer mittags. Abends, ja. Aber nicht morgens. Frühstücksprodukte. Hört sich gut an. Bin gespannt, was hier so Schönes geben wird. Rührei Cheese. Oha. Geil, nehmen wir mit. Oha. Haben wir den hier? Big Morning Egg. Den nehme ich. Den möchte ich haben, glaube ich. Sieht lecker aus. Sieht geil aus. Mach mal mit, als Menü mit Kaffee, glaube ich. Welchen Kaffee möchtest du haben? Den hier. Latte Macchiato. Das sieht wild aus. Pancakes sind, glaube ich, auch neu. Den nehmen wir auch mal mit. Noch nie hier gesehen oder gegessen oder so. Ich auch nicht. Das hört sich auch geil an. Aha. Das sieht so wenig aus, aber das könnte geil sein. Ja. Nehmen wir auch mal mit. Möchtest du noch was Süßes? Ein Butterkuss? Ich sag ehrlich, ich würde kurz mal probieren, ob das schmeckt gut. Tour. Nehmen wir mit. Ohne Witz, ich bin gespannt, wie das hier wird. Das ist perfekt für mich. Ich glaube, das reicht, oder? Das hier ist jetzt unsere Bestellung. Ja, das wären jetzt insgesamt 20 Euro. Ich freue mich. Ab nach Hause frühstücken. Okay. Ich habe das jetzt hier so mal ein bisschen rausgelegt. Alter, wie cool das ist hier, warte dann. Weiß ich nicht, wie sitzt du hier? Ich sitze so gerne auf dem Boden. Das ist auf jeden Fall jetzt unser Frühstück. Wenn wir da was Frühstück haben. Eiskaffee, den probiere ich jetzt als allererstes Mal. Mir ist richtig warm geworden, da draußen ist richtig warm. Warte mal. Oh, der ist schön vom Auto durchgeschüttelt. Der ist lecker. Ja? Ja. Das ist gut. Das sind Dinge, die ich noch nie bei McDonald's bestellt habe. Mm-mm. Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas von hiervon gegessen. Pancakes hier sind, glaube ich, auch noch recht neu. Ich probiere jetzt mal ein. Wie sind die Pancakes aber? Die sehen süß aus. So sehen die Pancakes aus. Und ich finde, das hier sieht echt lustig aus. Das ist, glaube ich, einfach nur Toast mit Käse. Aber warum sieht es aus, als ob das die Unterseite von einem Brot wäre? Hä? Ist das so eine Cheeseburger-Ober- und Unterseite bloß falsch rum? Hä? Geil! Boah, der sieht richtig lecker aus. Sieht aber fast aus wie ein Brötchen, nicht wie ein Burger. Mal rein. Oh, die ganze Tomate ist rausgefallen. Das habe ich nicht erwartet. Cool. Ich will auch probieren. Das ist... Wir haben wirklich das Brot einfach falsch rumgemacht und dann mit Käse zwischengeklatscht. Okay, feier ich, Mann. Ohne Witz, das schmeckt wie ein Cheeseburger ohne Soße und nur mit Käse. Das Ding hier feiere ich nicht so sehr. Das andere Ding hier viel, viel besser. Also der Käse ist jetzt halt schon ein bisschen hart geworden. Ich stelle mir das mal geiler vor, wenn es so frisch ist, noch warm. Weißt du, was darauf noch geil wäre? Was? Die Gurken. Da kannst du... Ja, doch, eigentlich schon, ja. Ich mach mal kurz diesen Wrap noch auf, ja? Mhm. Alter, was ist das für ein Klotz? Ein so Ding und du bist satt. Ohne Witz. Okay, ich mach jetzt schon den O-Saft auf. Ist es geiler als das Brötchen? Nee, ich finde bisher das Brötchen von eben einfach, das ist bisher das Beste. Ich finde halt Wraps, wir essen, wenn wir Wraps essen, essen wir die meistens eher so zum Mittag. Ich mag den Wrap sogar, glaube ich, mehr. Echt? Aber das ist jetzt nicht so der große Unterschied. Wahrscheinlich ist Brötchen drin. Mit Wrap. Ja. Aber ich finde beides lecker. Hier wäre ein Gürkchen auch noch geil. Mit der Gürkchen. Mhm. Muss ehrlich sagen, ich werde langsam schon satt, ne? Aber huiuiui. Und? Der ist leicht süßlich. Ist okay, habe ich aber nicht erwartet. Wir essen hier irgendwie alles an, aber nichts auf. Alles einmal abgebissen. Ich würde sagen, das besser als ich erwartet habe. Ja, lassen wir uns jetzt auch schmecken. Und dann sehen wir uns später zum Mittagessen wieder. Zeit fürs Mittagessen. Ihr wollt einmal das Bill Kaulitz Menü und einmal das Tom Kaulitz Menü, also beide. Ja genau, Sour Cream gerne. Einmal Vanille Milchshake und einmal Cola Zero gerne. Und dann noch einmal, dann noch 2 Cheeseburger. Der erste Teil der Bestellung ist schon da. Hier ist irgendwo eine Cola dabei, ich glaube Milchshake. Max hat hier noch so ein neues Eis, was neu sein soll, ausprobiert. Und noch was für Ash, für ihn haben wir auch noch was mitgenommen. Der hat direkt gemerkt, dass bei uns zu Hause McDonald's Sachen lagen. Hat direkt gefragt, was wir machen. Er wollte dann auch. Und wir haben diese neuen Menüs ausprobiert, diese Kaulitz-Menüs. Da sind auch 2 neue Veggie-Burger. Das sieht ganz lecker aus, deswegen gucken wir gleich mal. Wir sind zu Hause. Wir sind einfach 20 Minuten zurückgefahren mit Stau und so. Und das stand einfach die ganze Zeit unter meiner Nase. Ich bin so gespannt. Wir haben einmal Curly Fries, wir haben einmal Nuggets. Wir haben hier einmal den Burger mit Tomato, Süß-Sauersoße, Sour Cream und ein Burger mit Mango Cheese. Das sind gegrillte Tomaten irgendwie. Es ist jetzt auch schon 17 Uhr. Oh, das ist geil. Warum isst du als Eis als erstes? Weil es schon geschmolzen ist. Probier mal. Einfach Sour Cream im Mund. Ist egal. Ist lecker.
Ehrlich, das ist ja übel wild. Das ist irgendwie so irgendein Eis mit Milka und so. Nugget. Weißt du, was komisch ist? Hm? Wir haben heute nicht einmal die Küche angerührt und das ist richtig ungewohnt. Richtig ungewohnt, ja. Ja, ehrlich, das ist komisch. Mhm. Weißt du, was dumm war? Hm? Wir haben eine Cola für uns beide. Halb so wild. Wollen wir die Burger probieren? So sieht der aus. 3, 2, 1. Schmeckt wie Milka. Nur mit einer anderen Soße. Aber geil. Magst du, dass es so leicht scharf ist? Das hier schmeckt so leicht süßlich, die Soße gefühlt. Das ist besser. Ich hab so Hunger. Aber es schmeckt. Aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, dass es ungesund wird. Wir müssen gleich nochmal zu McDonald's zum Abendessen. Die freuen sich, uns wiederzusehen. Morgen dann extra gesund. Wir essen jetzt auf jeden Fall mal auf. Es ist Zeit, Abendessen zu holen. Ich muss sagen, ich habe nicht so großen Hunger. Ich hätte jetzt so richtig Lust auf einen Salat. Es gibt Salat bei Max. Let's go. Wir gehen Abendessen holen. Ich habe keine Ahnung, was ich holen soll. Und das nächste und letzte Mal für heute. Die eignet sich einfach perfekt, um so neue Sachen auszuprobieren. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal mein Happy Meal bei McDonald's hatte. Schon süß. Ich habe es mir wieder geholt. Ich habe es aber ein bisschen größer in Erinnerung. Warum? Also entweder die Verpackung ist kleiner geworden. Oder ich bin größer geworden. Viel größer geworden, weiß nicht. Aber Happy Meals gibt es jetzt auch mit Plant-Based Nuggets drin. Also ich habe hier einmal Plant-Based Nuggets. Hey, die war auch extra? Veggie zum Nachtisch quasi. Mayo für die Pommes, Soße für die Nuggets. Und ein Spielzeug. Oh. Einfach ein Delfin. Cool. Ich habe erstmal überlegt, mir nur den Salat hier zu holen. Ich habe mir nämlich einen Salat geholt, aber ich habe gesehen, der hat 2,70 Euro gekostet. Ich dachte mir, der wird wohl nicht so groß sein. Ich finde, die Portion ist jetzt in Ergänzung dazu perfekt. Dazu noch ein Dressing. Was hast du dir geholt? 20er Nuggets. Plus, dazu habe ich mir noch mal so Just for Fun. Ich esse jetzt eigentlich bestelle ich die Dinger nie. Diese Chili Cheese Nuggets. Ich glaube, die sind Snackers oder so. Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, ich habe die einmal bestellt bisher. Komm, machen. Was hast du vergessen? Trinken. Richtig, wir werden getrinken. Ich habe Capri-Sonne. Ich muss wohl die Capri-Sonne teilen. Probier mal den Salat hier. Ist gut? Mhm. Ich sage ehrlich, ich habe, glaube ich, in meinem Leben bisher einmal einen Salat bei Mc's bestellt. Aber irgendwie tut das kaputt. Einmal so ein bisschen Ölzeug. Ja, also ich bin auch happy mit meinen Nuggets. Erstmal die Pommes hier von dir, ne? Hm? Nebenbei gucken wir da noch ein bisschen, ich weiß noch nicht, was wir gucken. Weil wir haben eben gerade gar nichts zu gucken. Komm, ich habe mal gute Serien, bitte. Ich freue mich aber auch auf den Quetschi. Ich mag sowas voll gerne. Ich habe eine ganz willkommen hier Salat mit Quetschi. Mhm. Ist gut? Der schmeckt quasi wie Eis. Hä? Willst du probieren? Ja. Wie so ein Erdbeereis. Junge, da ist ja fast nichts drin. Ist denn jetzt schon mehr? Ich hab die halt auch getrunken schon. Lass mir noch was übrig. Ist echt lecker. Ja, ne? Das müsste man größer machen. Langsam wird es auch dunkel, merke ich gerade. Ja, es wird langsam dunkel. Halb 10 und wir essen schon wieder. Fazit für den Tag? Hat besser funktioniert, als ich dachte. Ich war vor allem positiv überrascht vom Frühstück. Ich dachte, als Christi das sagte, dass wir einen ganzen Tag McDonald's essen wollen, ich dachte ehrlich, oh Gott, aber es ging. Ich würde es vielleicht nicht morgen direkt wieder zum Mc fahren, so, aber ich fand es eigentlich ganz geil. Salat ist gleich leer. Wir lassen uns das jetzt auf jeden Fall noch schmecken. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüssi.